Sie war verrückt geworden. Vollkommen durchgeknallt. Nicht mehr ganz klar im Oberstübchen. Ächzend und fluchend zog und zerrte Melanie an einer der beiden Matratzen, die sie schon von Köln aus online bestellt hatte. Warum gehörte zur Lieferung nicht auch der Service, die verfluchten Biester bis an ihren Bestimmungsort zu tragen? Sie war am heutigen Freitagmittag gerade rechtzeitig in Lichterhafen eingetroffen, um die Lieferung in Empfang zu nehmen. Ihre Taschen und Koffer warteten noch in ihrem Wagen darauf, ebenfalls ins Haus geschleppt zu werden. »Komm schon, nur noch 4 Stufen!« presste sie zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und zerrte erneut an der schweren Matratze. Diese hatte sich allerdings an einer Stufe verhakt und weigerte sich standhaft, Melanies Ansinnen zu folgen. »Mel, bist du das?« Christinas Stimme schallte durch die offenstehende Haustür. »Halt, Schoki, langsam, nicht die Treppe rauf! Oh, Mist! Mel ist wieder da, Mel ist wieder da!« »Scheiße!« Melanie entglitt die Matratze, als die schokoladenbraune Hündin wie wild geworden die Treppe heraufgeschossen kam und sie mit freudigem Bellen begrüßte und ansprang. Die Matratze rutschte ein gutes Stück die Stufen hinab und legte sich dann quer über die Treppe. Schoki stieß ein empörtes Bellen aus und raste bis ganz nach oben. »Wow, was ist das denn für ein Ungetüm? Willst du mich etwa unter dir begraben, du Riesending?« »Tut mir leid«, Christina lachte. »Die Kleine war schon nicht mehr zu halten, als sie bemerkt hat, dass die Tür hier offen steht. Kann ich dir helfen? Schoki, komm her und sitz. Hast du denn gar keinen Benimm gelernt?« »Tut mir leid, ich habe mich nur so gefreut, Mel wiederzusehen. Sie riecht noch immer so angenehm. Aber dieses Ding hier ist mir ein bisschen unheimlich. Was macht das da auf der Treppe?« Die Labradorhündin musterte die Matratze misstrauisch. Dann wischte sie im Eiltempo darunter hindurch und setzte sich hechelnd neben Christina. Dabei wedelte sie weiterhin heftig mit der Rute und blickte immer wieder zu Melanie hoch, die erneut versuchte, der Matratze Herr zu werden. »Möchtest du mich nicht begrüßen? Ich freue mich so, dich zu sehen, Mel. Lass doch das komische Ding und streichel mich lieber.« »Das wäre sehr nett von dir. Die verflixte Matratze muss nach oben ins Schlafzimmer.« »Und die andere vermutlich auch, die draußen an der Hauswand lehnt.« Umstandslos war Christina näher gekommen und packte mit an. Mit vereinten Kräften hatten sie die schwere Fracht rasch in Sibyllas ehemaliges Schlafzimmer getragen. Während sie auch noch die zweite Matratze hinaufbeförderten und die beiden alten Exemplare hinabtrugen, wuselte Schoki immer wieder zwischen ihnen herum, schnüffelte hier und da und schien sich zu freuen, in ihrem alten Zuhause zu sein. »Ach, ist das schön hier! Kann ich nicht hierbleiben, Mel?« »Ich dachte, du wolltest nicht mehr herkommen.« Melanie rieb sich mit dem Handrücken ein paar Haarsträhnen aus dem Gesicht. »Das hatte ich auch nicht vor, aber dann... Ich konnte nicht einfach Tante Sibyllas letzten Wunsch ignorieren. Außerdem hat mein Chef darauf bestanden, dass ich längst überfälligen Urlaub nehme und dazu noch etliche Überstunden abbaue.« »Und wie lange bleibst du nun hier?« 6 Wochen. Ich weiß selbst nicht, was mich geritten hat, aber vielleicht tut mir die Seeluft ja gut.« »Ganz bestimmt wird es das.« Christina trat auf sie zu und umarmte sie herzlich. »Ich freue mich, dass du dich entschieden hast, Lichterhafen eine Chance zu geben. Wer weiß, vielleicht gefällt es dir am Ende doch hier. Ganz sicher gibt es schlimmere Orte, an denen man wohnen könnte.« »Mag sein, aber ich bin in großen Städten aufgewachsen und habe nie woanders gelebt. Ganz zu schweigen davon, dass ich meinen Job nicht aufgeben möchte.« »Apropos Job, Diana wird sicherlich wissen wollen, ob du den Laden vorläufig geschlossen halten willst.« »Das weiß ich noch nicht. Wenn sie alleine zurechtkommt, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn sie die vorhandenen Waren noch abverkauft.« »Du könntest ihr ja dabei helfen.« »Ich habe keinerlei Erfahrung mit dem Verkauf von Kunsthandwerk.« »Und außerdem hast du Urlaub.« Christina lächelte ihr zu. »Dein Auto sieht ziemlich überladen aus. Sollen wir die Sachen gemeinsam reintragen?« »Du bist sicher nicht hergekommen, damit ich dich als Packesel missbrauche.« »Nein, aber es macht mir nichts aus. Was willst du mit den alten Matratzen machen? Zum Sperrmüll geben?« »Das war mein Plan.« »Ich könnte auch Alex Bescheid geben. Er hat einen Anhänger und kann sie rüber zur Kreisdeponie bringen.« »Das ist wirklich nicht nötig.« Melanie schloss ihren Wagen auf und hob 2 große Reisetaschen, die sie mit dem Inhalt ihres Kleiderschranks gefüllt hatte, aus dem Kofferraum. »Der Sperrmüll wird doch direkt vor der Haustür abgeholt. Ich will niemandem Umstände machen.« »War nur ein Angebot.« Auch Christina nahm eine Reisetasche und die Kühlbox mit den Lebensmitteln aus Melanies Kühlschrank. »Ich habe auch noch einiges an Krempel, der auf die Deponie gehört. Wir könnten 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen.« Sie stellte die Box in der Küche ab und trug die Tasche mit Schwung die Stufen hinauf.
Schoki flitzte an ihr vorbei und war mit einem Satz auf der neuen Matratze. Ja, hier war immer mein Platz. Hey, runter da! Mit energischer Geste scheuchte Christina die Hündin vom Bett herunter. Du wohnst doch nicht hier und auf dem Bett hast du schon mal gar nichts zu suchen. Och, warum denn? Darf ich wirklich nicht? Wie schade. Fast ein wenig beleidigt, huschte Schoki die Treppe hinab und verschwand in der Küche. Was meinst du, Mel, hättest du Lust, deinen Urlaubsbeginn ein bisschen zu feiern? Wir grillen heute Abend. Du bist herzlich eingeladen, dich uns anzuschließen. Melanie will nicht rundheraus ablehnen, beschließt aber bei sich, dass sie unbedingt eine Ausrede finden muss, um nicht an diesem Grillabend teilzunehmen. Dabei hat sie die Rechnung allerdings ohne Schoki gemacht.